Ja, es gibt Frauen, die sind von Natur aus neutral. Es gibt sogar Frauen, von Natur aus sind sie neutral. Und es gibt Frauen, die sind von Natur aus logisch geprägt. Es gibt diese Frauen, die funktionieren also, sind also logisch geprägt. Es gibt natürlich auch romantische Frauen. Frauen also, ja, romantisch. Zum Beispiel schreibt sie in WhatsApp: Du hast mir heute nur zweimal gesagt, dass du mich liebst. Und sag mir, ich liebe dich. Schreibe mir jetzt, ich liebe dich. Du hast mir heute noch nicht geschrieben, ich liebe dich. Und es gibt Frauen, die haben, die sind nicht satt zu bekommen. Also die, für sie ist kein Problem, macht sie WhatsApp und dann kriegst du ein Herz und Sonne und Blümchen und alle romantisch. Romantisch gibt diese Frauen. Und es gibt natürlich auch Frauen, die haben männliche Züge. Männliche. Sie hat die Gestalt einer Frau. Bei ihrem Handeln ist sie jedoch männlich. Bei ihren Ausdrücken, die sie benutzt, männlich. Ihre Positionen, die sie einnimmt, männlich. Darum, wenn der Mann nach 4 oder 5 Jahren feststellt, dass die Frau, die er zu Hause hat, männlich, dann ist sein Aufenthalt zu Hause sehr wenig. Ja, da ist er nicht oft zu Hause. Warum? Weil ein Mann eigentlich von Natur aus die Weiblichkeit bei einer Frau sucht. Ja, warum ist sie? Weil sie ist ja eine Frau, sie muss ja nicht männlich. Es reicht, wenn er männlich ist. Ja? Außer wenn sie in bestimmten Arbeiten männlich ist, wenn sie zum Beispiel eingestellt ist in einer Firma und erledigt die Sachen besser als ein Mann, dann ist ja. Aber zu Hause ist also, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hawa erschaffen, ja, erschaffen, damit Adam alayhi salam Ruhe bei ihr findet und nicht, dass er bei ihr einen Maurer findet. Ja? Und so weiter. Ja, es gibt auch Art Frauen, die sind impulsive Frauen. Impulsive Frauen. Und es gibt auch schweigende Frau. Schweigende Frau. Ja, sie spricht nicht. Spricht nicht. Es spricht überhaupt nicht. Sie schaut sich um und schweigt. Fragst du sie, gibt sie dir eine Antwort. Fragst du sie nicht, kriegst du Knicks. Diese Art von Frauen sind gefährlich. Ja, diese Art von Frauen sind gefährlich. Habt ihr gut zugehört, Geschwister? Diese Art von Frauen sind gefährlich. Wenn sie zum Beispiel sieht, dass ihr Verhalten, also das Verhalten ihres Mannes, gar nicht gefällt, wenn ihr das Verhalten von Mann nicht gefällt, sie schweigt. Ja, sie schweigt. Das kann jedoch zur Explosion führen. Nach 5, 6, 7 Jahren explodiert sie. Willst du etwas reparieren? Geht nicht. Weil du jetzt durch Schweigen, weil durch das Schweigen so viel sich angesammelt hat, so viel angesammelt hat, das zu einer Explosion geführt hat. Da kannst du nichts mehr reparieren. Und es gibt auch gesprächige Frauen. Ja, sie spricht viel im Detail. Ja, du brauchst keinen Plan, sie hat alles im Kopf. Ja? Und es gibt kalte Frauen. Kalte Frauen. Kalte Frauen. Du sagst zu ihr, wir haben einen Termin um 8 Uhr bei einem Arzt. Um 8 Uhr, doch sie steht um 7:45 auf. Und dann geht ihr um 8:30 erst aus dem Haus. Und in der Praxis kommt ihr um 9 Uhr erst an. Hat sie von Natur das? Egal, 9 Uhr.
8 Uhr Termin, sie ist um 9 Uhr erst da. Macht bei ihr überhaupt nichts aus. Es gibt auch faule Frauen. Faule Frauen, diese Frau, wenn sie 10 bis 12 Stunden schläft, benötigt sie einschließend eine Stunde, um wach zu werden. Bis der Motor angesprungen wird, eine Stunde. Ja, eine Stunde, ja, um wach zu werden. Und wenn sie arbeitet, benötigt sie nach 2 Stunden eine Ruhepause. Und es gibt auch eine mutige Frau, die gibt es auch. Sie ist also sehr stark. Sie kritisiert auch, also sie hält den Mund nicht. Und es spielt für sie keine Rolle, ob der von Familie oder nicht Familie. Der kriegt das direkt aufs Stirn geklebt. Ja, und es gibt auch eine rechtschaffene Frau. Und jede Art von diesen Frauen, die wir jetzt angesprochen haben, benötigt einen bestimmten Umgang. Doch letztendlich, und jetzt kommt das, letztendlich braucht die Frau, egal welche Art von diesen Frauen, immer jemand, der sie unterstützt. Hat sie eine Entscheidung getroffen, neigt sie dazu, sich vorher abzusichern. Sie kann also nicht eigenständig eine Entscheidung treffen.